Einen wunderschönen guten Abend, liebe Gäste. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Vortragsveranstaltung Angriff auf die Demokratie, Anti-Gender-Bewegungen in Europa. Schön, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Henning von Bargen. Ich leite zusammen mit Ines Kappert, hier vorne auch sitzt, das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung. Mit der Veranstaltung heute starten wir ein neues Format, das wir GWI-Lecture genannt haben. Und wir wollen damit einen Raum schaffen, in dem verschiedene aus feministischer Perspektive wichtige gesellschaftspolitische Themen mit etwas mehr Zeit und ein bisschen mehr Tiefe dann auch diskutiert und dargestellt werden können. Sie als Auditorium heute, aber auch dann bei den künftigen Lectures, haben dann im Anschluss an den Vortrag Gelegenheit, auch Nachfragen zu stellen oder auch kurze Statements abzugeben. Für die heutige Veranstaltung konnten wir Frau Professorin Dr. Andrea Petö von der Central European University in Budapest gewinnen, die ich an dieser Stelle auch ebenfalls ganz herzlich begrüßen möchte. Die Wahl des heutigen Themas Angriff auf die Demokratie, Anti-Gender-Bewegungen in Europa ist nicht zufällig, wie Sie sich vielleicht vorstellen können. Wir alle erleben seit einigen Jahren, dass rechtspopulistische, rechtsextreme sowie religiös-fundamentalistische Gruppierungen und Bewegungen zunehmen und auch lauter werden und lautstärker werden. Diese Bewegungen greifen unter anderem feministische und gleichstellungspolitische Errungenschaften der offenen Gesellschaften und auch liberalen Demokratien an und wollen sie umbauen zu autoritären Systemen, sogenannten illiberalen Demokratien, wie es der ungarische Staatschef Viktor Orban 2014 schon formuliert hat. Politiker wie Orban, die den Begriff aber positiv gebrauchen, behaupten, die liberale Demokratie sei von einer liberalen Clique beherrscht und sie ersticke in politischer Korrektheit. Ohne echte Meinungsfreiheit sah sie im Ergebnis keine echte Demokratie. Sie sei überhaupt ermüdet und nicht mehr in der Lage, die Interessen der Nation zu schützen. Und das wäre nur möglich durch eine illiberale Demokratie. Dieser Begriff macht aber unsichtbar, dass in Ungarn, aber auch in anderen Ländern wie Polen, die Demokratie abgebaut wird. Die Rechte der Opposition im Parlament werden beschnitten und Verfassungsgerichte unter Regierungskontrolle gestellt und gebracht. Eine echte Demokratie, jedenfalls nach unserer Vorstellung, misstraut aber nicht ihren eigenen BürgerInnen und der Opposition, sondern erleichtert es ihnen, ihre Rechte vor unabhängigen Gerichten durchzusetzen. Die Gleichschaltung von Gerichten ist entsprechend nicht illiberal, sondern antidemokratisch, undemokratisch. Politikentscheidungen, zum Beispiel gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, für ein Abtreibungsverbot oder für restriktive Einwanderungsgesetze, kann man illiberale Politik nennen. Sie wären aber nicht undemokratisch, wenn eine Mehrheit so entschieden hätte. Wenn aber Regierungsparteien den Staat umbauen, und um die Gerichte und Medien zu kontrollieren zu können, wenn Bürgerinnengruppen schikaniert werden und Grund- und Menschenrechte außer Kraft gesetzt oder infrage gestellt werden, dann wird Demokratie beschädigt und kann zum autoritären Staat führen. Die Ablehnung von sogenannter Gender-Ideologie ist in diesem Zusammenhang symbolischer Kitt, wie Andrea Petö es nennt, der die verschiedenen populistischen, religiösen und extrem rechten Akteursgruppen zusammenbindet. Ebenso bildet die Ablehnung von Gender eine Brücke in die Mitte der Gesellschaft, in das konservative Milieu hinein und unterstützt damit die schleichende Erosion feministischer und gleichstellungspolitischer Werte und Errungenschaften und insgesamt der Demokratie. Der gesellschaftliche Diskurs wird immer weiter nach rechts verschoben und wir erleben das in Deutschland ja in besonderem Maße, auch seit die AfD in verschiedenen Landesparlamenten und jetzt auch im Bundestag eingezogen ist.
Die Wahlen zum Europaparlament im Mai sind für Rechtspopulisten und Anti-Gender-Bewegungen ein nächster Schritt, um mehr Zugriff auf demokratische Institutionen und damit mehr Möglichkeiten zu bekommen, ihre antiliberalen Agenden umzusetzen. Und umso wichtiger ist es, genau zu analysieren, wie diese Bewegungen eigentlich agieren, wenn man Gegenstrategien entwickeln möchte. Andrea Petö wird daher ausgehend von aktuellen Entwicklungen in Ungarn darstellen, was das Neue auch an diesen Angriffen ist auf feministische Errungenschaften, wird was zu den AkteurInnen sagen und auch wo Ansatzpunkte für Gegenstrategien sind. Andrea Petö ist Professorin für Gender Studies an der Central European University in Budapest und promovierte an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Sie ist eine der profiliertesten Historikerinnen Ungarns. Ihre Arbeiten zu Gender, Politik, Holocaust und Krieg wurden in 18 Sprachen übersetzt. Sie forscht zurzeit am Institut für Zeitgeschichte der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Holocaust und Genderfragen, das sind die Themen, die der rechtspopulistischen Regierung von Viktor Orban ein Dorn im Auge sind. Anhänger seiner Fidesz-Partei haben daher Andrea Petö und auch ihre KollegInnen an der Universität, in den staatlichen Medien und auch im Netz massiv unter Druck gesetzt. Die Gender Studies sind inzwischen verboten. Die von George Soros gegründete Central European University wurde so in die Enge getrieben, dass sie demnächst von Budapest nach Wien umziehen wird. Ich glaube, im September wird das der Fall sein. Aber Andrea Petö lässt sich davon nicht einschüchtern und wir freuen uns, dass sie heute hier ist. Bevor ich an Sie übergebe, noch kurz ein Dank an alle für das Zustandekommen dieser Veranstaltung, an die KollegInnen aus dem Gunda-Werner-Institut, vom Tagungsbüro, die Technik und insbesondere an die DolmetscherInnen, die ja heute auch noch einen Job zu tun haben. Vielen Dank. Und ein letzter Hinweis: Diese Veranstaltung wird per Livestream übertragen und mitgeschnitten, es werden Tonaufnahmen gemacht, damit Sie sich darauf einstellen können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank erst einmal für diese nette Einführung. Natürlich auch vielen Dank für die Einladung. Ich möchte mich natürlich auch hier an die gesamte Organisation meinen Dank richten, an die Dolmetscher, die hier da sind und einen herzlichen Gruß auch an all jene, die heute dem Livestream folgen. All jene, die nicht hier sein können, wissen natürlich nicht, dass das Wetter ganz furchtbar ist. Es regnet in Strömen und deswegen möchte ich mich ganz herzlich auch nochmal bei all jenen bedanken, die es tatsächlich heute hierher geschafft haben. Ja, vielen Dank auch an all jene, die die Petitionen mit unterstützen, die uns an der CEU unterstützt haben in den vergangenen 2 Jahren. Ich möchte mich bei all Ihnen ganz herzlich bedanken und würde auch noch einmal die Nachricht an Sie übermitteln. Machen Sie sich keine Sorgen, der Umzug nach Wien wird stattfinden. Das ist die erste Universität, die sich in der EU im Exil befindet. Aber es gibt uns nach wie vor und wir werden weiterarbeiten, denn die Studienanträge nehmen tatsächlich zu, die wir in unserer Abteilung bekommen. Das heißt also, dass das Thema der Geschlechterforschung an Bedeutung gewinnt. Wir machen also weiter mit dem, was wir bisher getan haben. Und deswegen möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich für Ihre Unterstützung bedanken. Was ich heute hier gerne mit dieser Lesung machen möchte, ist noch einmal einen Überblick zu geben und mit Ihnen zu besprechen, welche Besonderheiten zu ergründen sind, was die wichtigen Aspekte des Paradigmenwechsels sind. Und da möchte ich gleich auch sagen, dass ich nicht einverstanden bin mit Henning. Das ist für uns kein Rückschlag. Es ist ein neues Paradigma. Es ist ein Paradigmenwechsel meiner Meinung nach. Und das ist vielleicht ein guter Auftakt für eine Diskussion. Und ich würde gern über dieses neue Paradigma sprechen und auch gleichermaßen sagen, dass meine Arbeit
nicht möglich wäre ohne eine Auseinandersetzung. Esther Kubat und Frau Gromyscheva, das sind meine Studenten, meine Doktorstudenten, die auch sehr aktiv darin mitarbeiten. Und dieser Wissenstransfer, diese Weiterleitung von Wissen ist auch eine Art von Widerstand. Und die vielleicht auch noch einmal, dass man vielleicht noch einmal das überholt, dass ein einziger Intellektueller dort in seinem gläsernen Turm sitzt und seine Ideen verbreitet. Das ist durchaus eine Gemeinschaftsarbeit. Ich verlese jetzt meine Lesung und sollte ich zu schnell sein, geben Sie mir gern ein Zeichen. Auch die Dolmetscher werden das sicherlich tun. Oder wenn ich etwas sage, was vielleicht nicht so viel Sinn ergibt, geben Sie mir gern Bescheid. Ich würde also gern einen Rahmen vorgeben, wie die demokratischen und illiberalen oder antiliberalen Bewegungen in Europa zu bewerten sind aus feministischer Perspektive. Die Studien haben bereits gesagt, dass ein gendersensitiver Ansatz uns bereits die Risse wahrnehmen lässt in der Erfolgsgeschichte der sozialwirtschaftlichen Umwandlung nach 1998 und die Überdenkung des Modells der repräsentativen Demokratie. Die Geschlechterfrage ist grundlegend, um die Grundlagen zu verstehen und die Dynamik des derzeitigen Paradigmenwechsels in diesen antiliberalen Bewegungen. Wenn man sich die bereits bestehenden Definitionen anschaut, dann möchte man sich hier den Modus operandi der verschiedenen Staaten anschauen, die antiliberal handeln, aus der Gender-Perspektive, um zu verstehen, wie solche Regierungen tatsächlich fortbestehen können auf ideologischen Diskursen, ihren Politiken und natürlich auch ihren finanziellen Handlungen, was die Geschlechterpolitik betrifft. Das Ziel ist, sich diese Regierungen anzuschauen durch die feministische Linse und all solche Regierungen und Politiker, die eine Ablehnung dieser Genderbewegungen verfolgen. Mein Hauptansatz ist, dass der Antiliberalismus eine nationalistische Antwort ist auf die globalisierte, neoliberalisierte Demokratie. Und das ist nicht ein Rückschlag, sondern etwas vollkommen Neues. Eine antiliberale Demokratie wird normalerweise als Regime bezeichnet, in der verschiedene demokratische Verfahren angewendet werden, also ein Mehrparteiensystem, allgemeine Wahlen. Allerdings werden da die verschiedenen verfassungsrechtlichen Gewaltenteilungssysteme nicht berücksichtigt und die Rechte der Einzelnen untergraben. Ich bin der Meinung, dass das liberale Minimum nicht nur in Europa, also nicht nur in der EU, sondern auch in Europa als Ganzes nur für den Preis errungen werden konnte, dass das dunkle Erbe Europas nicht beachtet wurde und die Marginalisierung von Ideologien und Praktiken sowie die politische Gewalt, die daher stammte. Diese wurde erfolgreich durch familiäre über Generationen hinweg weitergegeben und auch über Sozialorganisationen, Bürgerorganisationen. Ein wichtiges Thema in der akademischen Debatte war die Konzeptualisierung dieser neuen postkriegerischen Bewegung des Neoliberalismus. Und dass man in diesem Zusammenhang einfach erfordert, dass eine Ehe für alle einfach nicht akzeptabel ist und dass Abtreibung kein Recht sein sollte. Das sollte nicht als Fakt dargestellt werden. Das sind reaktionäre Gegenbewegungen. Ein antimoderner Rückschlag gegen eine zivilisierte Gesellschaft. Andere sind der Meinung, dass dies als legitimer Teil der Sozialgesellschaft verstanden werden sein sollte. Die Sozialgesellschaft war natürlich nicht immer nur ein harmonisches Feld gleichgesinnter NGOs und es gab immer auch Gegenströmungen, soziale Bewegungen
oder auch die romantische Darstellung der Sozialgesellschaft als notwendige progressive Kraft. In Ungarn und Polen gleichermaßen der liberale Konsens in Verbindung mit der Deliberalisierung der durch politische Eliten. Die rechtspopulistischen Bewegungen versuchen diesen Raum nun aufzufüllen mit Unzufriedenheit und füllen dies mit nationalistischer Sprache. Dies sieht man in vielen Ländern Europas, dass die Rechten tatsächlich den Kampf gewonnen haben. In Polen zum Beispiel hatte man die Möglichkeit, wichtige Herausforderungen der heutigen Politik festzulegen. Und auch nationale Symbole wurden neu erschaffen, wenn dies der Agenda dient im Hinblick auf die antikommunistische Vergangenheit. Westliche Kommentatoren versuchen, diese antiliberalen Bewegungen in Osteuropa als Rückschritt darzustellen, in Autoritarismus von Ungarn über Polen bis Russland, China und in die Türkei. Ich bin allerdings der Meinung, dass der Antiliberalismus nicht als eine Wiederauflebung des Autoritarismus erkannt werden sollte, sondern als neue Form der Regierung, die auf einem ehemaligen demokratischen System beruhen und auf den demokratischen Institutionen. Und das lässt sich besser verstehen, wenn man über die klassischen komparativen Analysen hinausgeht und auf die Ost-West-Trennung. Die schrittweise soziale Entwicklung in den Ländern müssen auch im globalen Kontext betrachtet werden. Postkommunistische Demokratien haben ihre eigenen politischen Erben zu verwalten. Und die antiliberalen Tendenzen nehmen in Europa zu. Und das lässt darauf schlussfolgern, dass das lokale Symptome sein kann, struktureller Fehlschläge, ein dunkles Erbe Europas. Und Mabel Bergin hatte dass die Maastrichter Verträge nach den zwei Weltkriegen eingesetzt wurden, um Stabilität und Frieden voranzutreiben. Danach hat es trotzdem verschiedene Quellen nationaler Sicherheit ausgelöscht und der politischen Integration. Und das Recht, sich um einen neuen Feind zu gruppieren, das wäre die Europäische Union in diesem Fall, die als Sicherheitsbedrohung wahrgenommen wird. Wie Bergin schon sagte, am Beispiel der Front National in Frankreich ist der Prozess der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen europäischen Integration, die von der neoliberalen Doktrin angetrieben wurde, letztlich zu einem langsamen Abbau der Institutionen geführt hat und die Menschen in eine nationale Politik eingebettet hat und eine Schwächung des Sicherheitssystems. Die Kultur der Unsicherheit und Angst wurde weiter gestärkt durch die dreifache Krise des europäischen Projektes, die Finanzkrise, die Sicherheitskrise und die sogenannte Flüchtlingskrise. Das hat Risse in der Grundlage, in der Basis der postnationalen Welt gezeigt. Im Angesicht des Mangels von alternativen Sicherheitsquellen sozusagen auf europäischer Ebene und einem Mangel an wählbaren linkspolitischen Projekten hat diese Krise zu einer Kultur geführt, die rechtsgerichtete Antworten auf die entstehenden Probleme geliefert hat und die von Mainstream-Politikern unterstützt wurden. Und letztendlich hat das zu einer Verbreitung geführt. Ich argumentiere, dass antiliberale europäische Staaten am besten verstanden werden können als majoritäre nationalistische Antworten oder Reaktionen auf ein System der globalisiert neoliberalen Demokratien, die von Individuen
geformt wurden und über Jahrzehnte bestehen. Jetzt zum neoliberalen Patriarchat. Das hat düstere Konsequenzen für die weltweite Politik. Sie unterstützt eine enge und marktorientierte Gleichstellung der Geschlechter. Und sie benutzen dafür eine gewisse Rhetorik. Sie unterminieren die soziale Solidarität und lehnen strukturelle Reformen ab, die aber erforderlich sind, um eine wirkliche Gleichstellung zu erzielen. Das Ergebnis ist ein System, wo einige Frauen in Machtpositionen akzeptiert werden, aber die Massen von Frauen nicht mit einbezogen werden. Als Konsequenz ist es so, dass der Fortschritt zur Gleichstellung stagniert und stagniert hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Das führt zu einer allgemeinen Frustration und Enttäuschung in Bezug auf die Politik im Allgemeinen. Und das führt dazu, dass viele Frauen einen Zweifel hegen an dem Paradigma selbst und sich auf nationalistische Projekte zurückziehen, wie zum Beispiel die Familien und den Rechtsextremismus und die Anti-Gender-Bewegungen unterstützen oder auch, dass Wähler antiliberaler Projekte, die die liberalen Demokratien ablehnen, sehen darin eine Möglichkeit, sich gegen die Globalisierung, den Neoliberalismus zu stellen und auch die Monopolisierung des politischen Prozesses durch die Eliten, sowie auch den Einfluss der transnationalen Einrichtungen und auch der nationalen Politik und Werte. Wie Ivan Krastev geschrieben hat, ein Zitat, sie glauben, dass sie ein Recht darauf haben, das abzudecken. Sie können aber niemals das letzte Wort haben. Deshalb sind sie bereit, die Machtteilung, Gewaltenteilung dafür verantwortlich zu machen oder auch die liberalen Demokratien für ihre Frustrationen. Ende des Zitats. Sie führen denn der populistischen Rechten, sehen sich selbst als nationale Lösung gegen die Macht der globalen Eliten, die Stimme der sogenannten Verlierer der Globalisierung, obwohl sie selbst sogar zu den Gewinnern, den Siegern gehören. Um diesen Widerspruch aufzulösen, ist es so, dass antiliberale Eliten punktuell ihre Lebensgeschichte anpassen, um sich an das neue Narrativ anzupassen, nämlich das Leiden der Nation und den Totalitarismus. Entgegen der Mainstream-politischen Parteien in Europa, die eher technokratisch und politisch orientiert sind, bieten antiliberale Parteien ein ganz offen ideologisches Projekt an. Der temporäre europäische Antiliberalismus basiert auf sechs miteinander verbundenen Säulen. Und das sind die folgenden. Die möchte ich jetzt nur ganz kurz ansprechen. Und dann würde ich ganz gerne noch ein anderes Verständnis darstellen dieser Art von Regierung, diesem sogenannten Polypor-Staat. Und dann werde ich abschließen. Also das ist jetzt eigentlich der Plan für meinen Vortrag. Wenn Sie jetzt die Einleitung überlebt haben, also diese theoretische Einleitung, wo ich eigentlich argumentiert habe, dann, wo ich gesagt habe, dass die illiberalen Staaten kein Rückschritt sind, sondern Teil des Widerstandes gegen das neoliberale politische System sind, dann sind Sie bereits ganz gut dabei. Also, was sind jetzt die sechs Charakteristika? Zunächst einmal majoritärer Nationalismus. Als Staatsideologie bedeutet das, dass der Staat ein Apparat der Mehrheitsregierung, der Mehrheitsführung wird. Das ist jetzt also kein Rückschritt, sondern eine Okkupation. Unter dem
Schleier des Nationalismus ist es so, dass die antiliberalen Parteien ihren Unterstützern die Gelegenheit geben, ihre eigenen Ansichten dem Rest der Gesellschaft aufzuerlegen. Minderheitenrechte werden abgelehnt, werden als Bedrohung für die Rechte der Mehrheit angesehen, damit diese eben tun können, was sie wollen oder woran sie glauben. Und die Solidarität wird nur jenen zuteil, die der begrenzten Gemeinschaft, nämlich der wahren Patrioten, angehören. Dieser nationale Schleier sozusagen wird genutzt und wird für die eigenen Interessen eingesetzt. Dann die Freiheitskämpfer-Rhetorik. Das ist eine weitere wichtige Säule dieses Nationalismus, der wieder aufkeimt. Diese Freiheitskämpfer stehen gegen Totalitarismus. Es gibt Forschungsinstitute in verschiedenen Ländern, um die Erinnerungspolitik in Mitteleuropa, in Zentraleuropa zu betrachten. Und ich freue mich, dass ich hier in einer Berliner Stiftung bin. Und ich war hier auch bei einer sehr interessanten Konferenz in Berlin, die das Ganze bereits untersucht hat. Beispielsweise auch das nationale Leiden unter den Nazis in der Sowjetunion hat zu bestimmten Ansichten geführt. Da werden die heutzutage die EU beispielsweise als Kolonialherren betrachtet, die traditionelle Werte bedrohen. Antiliberale Politiker sehen sich selbst beispielsweise häufig als Freiheitskämpfer, die die Durchschnittsfamilie schützen vor den transnationalen Wirtschaftsgremien. Sie stärken die wirtschaftliche Unabhängigkeit des Nationalstaates, führen eine Art des nationalen Kapitalismus ein durch Instrumente wie beispielsweise die Besteuerung ausländischer Gremien oder die Verstaatlichung wichtiger Teile der Gesellschaft, und sie bauen eine nationale Oligarchie auf. Dieser kritische Bereich ist einer der Gründe für den Wahlerfolg von antiliberalen Parteien, die eine antikapitalistische Rhetorik nutzen, um ein kapitalistisches System zu erhalten. Deshalb ist es so, warum beispielsweise Eric Fassin in der Open Democracy über die neofaschistische Bewegung des Neoliberalismus geschrieben hat. Also der Antiliberalismus ist auch basiert auch auf dem Familientum. Die traditionelle Familie wird als Grundlage der Nation betrachtet und die individuelle Reproduktion und Selbstbestimmungsrechte werden dem unterstellt, nämlich der normativen Forderung der Reproduktion der Nation. Als antiliberale Reaktion auf die Demokratiekrise ist es so, dass die Familienpolitik oder familialistische Politik quasi die Genderpolitik ersetzt hat und auch die reproduktiven Rechte in Frage stellt. Also diese Fragen in Bezug auf die Globalisierung scheint das antiliberale Regime Antworten auf entstehende Probleme zu geben. Aber anstatt das kapitalistische System in Frage zu stellen, ist es so, dass die antiliberalen Eliten diese Muster reproduzieren und das Ganze aber hinter einem Nationalismus und Antikolonialismus und antiliberalen Diskurs verstecken. Das ist also kein Rückschritt, sondern das ist das, was ich eine Fassade nennen würde. Es gibt also eine neue Fassade, die hier aufgebaut wird, um die Realität zu verschleiern. Es gibt keinen wirklichen Systemwandel durch die Bekämpfung von ungerechten Strukturen. Die antiliberalen Regierungen erhalten Gelder durch Kürzungen aus Sektoren, die bereits unterfinanziert sind, und auch durch bestehende Hierarchien, in denen einfach bestimmte
Gruppen und Individuen entlang ihrer Vorgaben entwickelt werden. Die populistischen Anführer und ihre Politik können als gut gemachte Illusion betrachtet werden, basierend auf falschen Annahmen, dass nämlich der Staat dem semi-porösen Status entweichen kann, indem die nationale Identität gefördert werden kann, eben nicht durch transnationale Kooperation und indem man auch nicht gegen das globale kapitalistische System vorgeht. Der Antiliberalismus stellt hier einige große Herausforderungen für die Frauenbewegung dar. Gender Studies als akademische Disziplin und auch die emanzipatorische Politik im Allgemeinen. Die Notwendigkeit, sich die Funktionsweise des Antiliberalismus aus kritischer feministischer Perspektive anzuschauen, ist noch wichtiger im Kontext der bestehenden Literatur, die wenig oder gar keine Aufmerksamkeit der Genderrolle als soziale Machtbeziehung einbezieht und Frauen als politische Akteure, die in den politischen Strukturen nicht berücksichtigt werden. Also warum sind die illiberalen Staaten jetzt Illusionen und keine Rückschritte? Und jetzt möchte ich auch über diese neue Form des Staates sprechen. Also ich würde sogar sagen, es ist eben eine neue Form des Staates. Und zusammen mit meinen Kollegen bin ich der Auffassung, das heißt, in Bezug auf den Modus operandi ist es so, dass das illiberale Regime als ein polyporöser Staat betrachtet wurde. Aber bevor Sie jetzt googeln, was das bedeutet, es ist ein Pilz, der lebt am Stamm des Baumes und der saugt quasi die ganze Energie aus dem Baum heraus und produziert sich immer nur selbst, also reproduziert sich. Und natürlich kann man sagen, dass das eine sehr naturbezogene Metapher ist, aber am Ende des Vortrages hoffe ich, dass ich Sie dann überzeugt haben werde, dass wenn wir uns diese neue Staatsform anschauen, durch die Augen dieses Pilzes, dieses Polypors, dass wir dann auch Strategien finden, wie wir dagegen vorgehen können. Also, ich argumentiere hier, dass der Polyporismus der Modus operandi des illiberalen, des antiliberalen Staates ist. Und dieser Polyporismus ist tief verankert und ich werde das auch noch begründen. Also Democracy Exploitation, das heißt, das demokratische Konzept, die Institutionen und die Mechanismen werden ausgenutzt. Das ist also kein Rückschritt, das heißt auch kein Abbau in dem Sinn, sondern die Übernahme quasi. Also der Antiliberalismus konzentriert sich auf die ideologische Seite und diese Sprache dieser Übernahme zeigt, dass sie tief im Gender verwurzelt ist. Also es ist sozusagen eine Analogie zu den Filmen aus den 70er Jahren, dieses Exploitation-Genre, genauso wie Blaxploitation-Filme ihre Ansichten über die schwarze Kultur darstellen und die Befähigung der schwarzen Gesellschaft. Es ist so, dass hier die Wähler eine andere Art der Demokratie präsentiert bekommen und das als Konzept, in dem quasi einfach nur Banner hochgehalten werden, Macht für die Bevölkerung oder Macht den Menschen. Also, wir haben hier eine Übernahme dieser Werte, dieser demokratischen Verfahren
durch die die Antiliberalen ihren eigenen Machterwerb erzielen. Das heißt, hier wird wirklich die Infrastruktur übernommen. Das heißt, sie ignorieren nicht die demokratische Infrastruktur, sondern übernehmen sie und füllen sie mit ihren eigenen Inhalten. Und das ist nirgendwo sichtbarer als im Bereich des Family Mainstreaming, also Familienmainstreamings. Das wurde von der ungarischen Regierung im Jahre 2010 eingeführt. Da konnte man wirklich ein verschwindendes Fokus auf Gender, also sehen, hin zu einem familienfokussierten Ansatz. Und das zeigt, dass dieses Family Mainstreaming von den Antiliberalen betrachtet wird als eine Alternative zum Gender Mainstreaming und nicht als ein zusätzliches Instrument. Und es zeigt sich auch, also die Gender Studies wurden ja aus dem Studienprogramm in Ungarn entfernt. Und der Minister damals hat hervorgehoben, dass sie ein Familienstudienprogramm haben wollten. Auch in Russland ist es so, dass Gender Studies ersetzt wurden durch Familienstudiengänge. Und das wurde begleitet durch die Transformation des Politikapparates selbst, diejenigen, die verantwortlich waren für die Gleichstellung der Geschlechter, diese wurden zu Familiensekretariaten oder Büros für Familienfragen umgewandelt. Die Büros für Chancengleichheit wurden in dem Bereich Familienangelegenheiten angegliedert und dieses Konzept der Genderstudien wurde dann nicht weiter verfolgt oder eingebunden. Aber dieses Family Mainstreaming ist kein neues Konzept. Es ist auch keines, was plötzlich entwickelt wurde. Es ist vielmehr so, dass das Konzept in den Dokumenten erscheint, die auch von den Vereinten Nationen und dort der Abteilung für Wirtschafts- und Sozialfragen entwickelt wurde oder auch dem Europäischen Parlament und das sogar schon 2003. In diesem Kontext wurde das Ganze als Instrument gesehen, um die Auswirkungen von Politik auf Familien zu ermessen und auch die Belange von Familien mehr in die Politik einzubinden und auch die Funktionsweise der Familien zu stärken. Gleichzeitig ist es so, dass diese Dokumente eine funktionale Definition der Familien hervorgebracht haben und auch die Bedeutung der individuellen Rechte neben den Familien betont haben. Aber diese Dokumente waren bereits da, das wollte ich jetzt nur sagen. Diese gab es bereits, aber in den Händen der antiliberalen Akteure ist es so, dass das Family Mainstreaming, denken Sie an diesen Pilz, in der Hand dieser illiberalen Akteure ist es so, dass dieses Family Mainstreaming sich verlagert hatte. Also die ursprüngliche Bedeutung wurde verändert und jetzt wurde es zu einem alternativen Politikmodell, wo der Fokus mehr auf die Familie gelegt wird. Und man kann das Ganze als Instrument sehen, um fundamentalistische Werte zu fördern. Beispielsweise ist es so, dass die katholische Familienverband, der mit Sitz in Brüssel, führt seit 2014 eine Kampagne für die Förderung von Familien, für das Family Mainstreaming. Und zwar zusammen mit der Idee der Komplementarität der Geschlechter und zum Schutz des Lebens und auch der Rechte der Eltern, ihre Kinder im eigenen Glauben aufzuziehen. Aber abgesehen davon, dass es ein mitteleuropäisches Phänomen ist, ist dies natürlich ein Beispiel, das Teil einer größeren transnationalen Kampagne ist, der transnationalen religiösen Rechte und das schon seit den 1990er Jahren. Der Kampf um eine symbolische Kontrolle des Menschenrechts Diskurs ist das. Wie Lena Morgan argumentiert, nach der Ablehnung der säkulären
Sprache der Menschenrechte. Es ist so, dass viele katholische Organisationen die Ziele einer antimodernistischen Politik übernommen haben und versuchen, den UN-Rahmen zu nutzen, um sich für Familienrechte stark zu machen, auch für die Rechte des Ungeborenen stark zu machen. Und ein sehr eklatantes Beispiel für diese Nutzung des Menschenrechtsrahmens ist diese sogenannte Pro-Life-Bewegung, die den Fötus in den Vordergrund stellt und dann auch das Konzept der Menschenrechte auf das ungeborene Leben anwendet und die Rechte der reproduktiven Frauen unterminiert und eben, wie gesagt, den Fötus in den Vordergrund stellt. Wie Experten und Wissenschaftler vorbringen, kann man am ungarischen Beispiel sehen, dass das Ziel der Parteien ist, die Transformation der Transformation herbeizuführen, die Neukonfiguration der Institutionen und der Infrastrukturen der liberaldemokratischen Staaten in Europa, damit dies der herrschenden Elite zugutekommt. Die wichtigsten Aspekte dieser Korrektur der Transformation ist die Transfiguration der bisher vorherrschenden Gesellschaft, den Ersatz bestimmter NGOs, die im demokratischen Paradigma gearbeitet haben, hin zu pro-regierungsorientierten NGOs oder die sogar von Regierungen unterstützt werden, die sogenannten Gongos. Die Unterschiede der Sozialgesellschaft nach den 90er Jahren im Vergleich zu heute ist also die absolute Freischaffung vom formalen Staat. Die staatliche Subventionierung war also ein Problem im zentralen Europa seit der Transition und ein Grund für die Ungenauigkeit. Die Differenz liegt in den ideologischen Feinheiten sowie auch die Abhängigkeit von der Parteipolitik, der Ideologie und einer Fehlverteilung der Finanzen. Diese neu erschaffene Gongosphäre hat dasselbe Profil und dieselben Zielgruppen wie die vorhergehenden NGOs. Sie arbeiten in einem vollständig unterschiedlichen Rahmen, der hauptsächlich religiös geprägt ist und gegen die Moderne gerichtet ist. Dieser Ersatz ist möglich durch ideologische Fehlverteilung zwischen der Subventionierung seitens der EU und der Staaten, als auch direkt Angriffe und der Abgliederung der staatlich organisierten NGOs. Wenn man sich also die unterschiedlichen Berichte anschaut, der ungarischen, mexikanischen, polnischen Regierung, dann sieht man, dass diese Organisationen aufgeführt werden, die sich für Frauenfragen einsetzen. Und wenn man sich dann anschaut, was diese Organisationen tun, dann ist man mehr als überrascht. Die Säkularisierung. Das ist, jetzt kommt ein Abschnitt zum Thema, diesen Abschnitt würde ich gerne auslassen würde. Da geht es um den Ausschluss der Geschlechterstudien in Ungarn. Da können Sie ganz später auf mich zurückkommen. Also die Finanzierung, also die Kürzung der Finanzierung herkömmlicher NGOs und die Hinrichtung, also die Hinwendung zu staatlich organisierten NGOs führt dazu, dass diese als fremdartige Unternehmen dargestellt werden, die den Staat gefährden könnten. Wenn man versuchte, diese Themen als Sexualaufklärung zu verbergen unter reproduktiven Rechten, die Rechten der LGBTQ
Risiko. Und die verschiedenen konservativen Akteure wie die Kirche, politische Parteien und NGOs in einem Ansatz zu vereinbaren. Das Thema der Geschlechterfragen wurde aus der politischen Ebene wegverbannt und in einen Notzustand gebracht. Sie wurden als direkte Bedrohung der Überlebenden dieser Nation betrachtet. Und alle Akteure im Bereich der Anti-Gender-Bewegung verwenden immer dieses Bild des bedrohten Kindes und geben der Anklage Ausdruck, dass die Kinder dazu animiert werden, zu masturbieren und eine ungesunde Sexualerziehung zu erleben. Gender-Experten und LGBT-Aktivisten wurden als Agenten dieser Lobby bezeichnet, die versuchen, ein neues totalitäres System aufzuzwingen. Und diese öffentlichen Angriffe waren so vielschichtig, dass Gender im Jahre 2013 als Wort des Jahres von Experten in Polen gewählt wurde. Und diese Sekularisierung machte tatsächlich auch das Leben der Aktivisten, und einige von ihnen sind wahrscheinlich damit vertraut, machten das Leben sehr schwierig, denn sie oder auch wir, ich zähle mich auch selbst dazu, mussten diesen öffentlichen Beschuldigungen entgegenstehen, nicht nur in der wahren Welt, sondern auch in der digitalisierten Welt. Und der soziale Aktivismus, eine offene Gesellschaft, Minderheitenrechte, all diese Themen wurden als tatsächliche Bedrohung empfunden. Drei Punkte möchte ich dabei ansprechen. Dies macht es Fundamentalisten möglich, das Extreme zum Mainstream zu machen und die herrschenden Parteien dazu zu bringen, radikale Positionen anzunehmen und diese als normal zu kommunizieren. Das ist tatsächlich diese Bedrohung, dass das Zentrum tatsächlich diese Sprache als normal empfindet. An zweiter Stelle, der Diskurs der Sekularisierung legitimisiert tatsächlich auch die Anwendung außerordentlicher Maßnahmen gegen diese empfundene Bedrohung gegen die Nation oder gegen rechtsgerichtete Gruppen, die den Monopol des Gewaltenstaates herausstellt. Eine Kollegin arbeitet an den Themen oder an Untersuchungen zu den paramilitären Gruppen in Polen, die dort versuchen, ein neues Konzept, einen neuen Begriff des Bürgersoldaten herauszustellen. Mit diesem Thema der Säkularisierung werden die Menschenrechtsthemen auch von der Politik entgliedert. Ich bin der Meinung, dass diese Bedrohung depolitisiert und als Feind dargestellt wird und nicht so sehr als politischer Gegner. Das bedeutet, wenn man versucht, sich dem entgegenzusetzen, kann man dies nicht auf der politischen Bühne tun. Die Politik des Family Mainstreaming, des Familien Mainstreaming, habe ich schon erwähnt. Ich würde vielleicht kurz noch einmal die Familienpolitik in Polen und Ungarn kurz vergleichen, denn wenn man sich einerseits die Familienpolitik anschaut, sieht man, dass dort dass dies zugestanden wird anhand der Nationalzugehörigkeit, und in Ungarn gibt es da bestimmte Themen, die daran gebunden sind. Also für bestimmte Bevölkerungsgruppen, also die Frauen, die quasi erwartet werden, dass sie Kinder bekommen. Ungarn hat eine sehr positive Familienpolitik.
Ungern erklärte, dass Ungarn die Institution der Ehe zu schützen hätte als eine Verbindung von Mann und Frau, denn die Familie ist die Grundlage der Nation und dementsprechend ist die Familienpolitik auch auszurichten. Die Fidesz-Regierung hat eine dreijährige Elternzeit angeführt, nachdem sie von der liberalen Regierung auf 2 Jahre verkürzt wurde, aus Budgetgründen. Die ungarische Familien- und Sozialpolitik stellt normalerweise die Rechte der Familien heraus und steuerliche Vorteile und die Energie- oder die Stromunterstützungen kommen normalerweise jenen zugute, die in größeren Hausanlagen wohnen. Und das Kindergeld kommt normalerweise auch der Mittelklasse und der oberen Klasse zugute. Traditionelle Geschlechterrollen werden normalerweise unterstützt. Man kann sich dann auch den Vorruhestand zugutekommen lassen. Wenn man als Frau 30 Jahre lang gearbeitet hat, kann man dann quasi als Großmutter wieder in den Dienst der Enkel treten. Und das bringt vor, das versuche ich hier auch im ersten Teil des Papers darzulegen, dass es tatsächlich sehr legitime Sorgen sind und legitime Probleme und Themen. Aber die Frage ist, welche Art der Lösung bietet man an? Welche Art der Politik wird daraufhin gemacht? Und in meiner Abhandlung gebe ich an, dass diese antiliberalen Polypor-Staaten keine Lösungen anbieten, sondern die Illusion einer Lösung, indem sie diese Schlagwörter verwenden, um ihre Macht zu erhalten. Ich komme nun auch zum Schluss und nach der Literatur sieht man, dass in diesem Dokument noch einmal dargelegt wird, dass diese polyporen Staaten eine neue Art der Regierungsführung ist, die über die Aneignung von Konzepten, Mechanismen funktioniert. Das ist also nichts Neues. Und die Infrastruktur der liberalen Demokratie, das ist also keine neue Infrastruktur, die man sich zunutze macht, sondern eben die bereits bestehende Infrastruktur. Es wird auch vorgegeben, dass eine gendersensible Herangehensweise wichtig ist, um dieses antiliberale System zu verstehen. Denn diese Systeme kommen an die Macht, indem die Missstände der neoliberalen Systeme angeprangert werden. Die Geschlechterpolitik wird als Instrument verwendet, um ihre eigene ideologische und politische Basis zu schaffen und ernsthafte Konsequenzen für emanzipatorische Politik nach sich zieht. Warum ist das so? Denn das antiliberale Projekt wäre nicht so erfolgreich gewesen, wenn man sich nicht zunehmend mit den geschlechterspezifischen Herausforderungen identifiziert hätte. Sheryl Sandberg mit Lean In ist dafür ein Beispiel, oder die Macht der weiblichen Führungspersonen. Dort ist diese Emanzipationsbewegung natürlich auch stärker an die Tagesordnung getreten in Europa. Man verwies auch auf die negativen Effekte des neoliberalistischen Feminismus mit Marktorientierung und unterstrich dabei die emanzipatorischen Aspekte der bezahlten Arbeit und die Unterbewertung der Pflegearbeit, die Familien auch ausführen, zulasten eines Strukturwandels. Und diese Tendenzen waren nicht absorbiert, sondern beobachtet im Bereich der EU-Politik, die
die Gender-Perspektive oft auch als Instrument verwendete, um wirtschaftliche Ziele zu erreichen, indem eine höhere Flexibilität und Effektivität erreicht wurde, anstatt eine kritische Perspektive einzunehmen, um die Gleichberechtigung per se anzusprechen. Eine Anerkennung der Frau oder die Frau wird betrachtet als ja, die Person, die sich um den Nachwuchs zu kümmern hat. Das fließt auch in die Familienpolitik mit ein. Und indem der Status der Pflegearbeit verbessert wird und auch den Beitrag der Frauen anzuerkennen, versuchen antiliberale Parteien, sich den Diskurs anzueignen, des feministischen Widerstandes gegen Neoliberalismus. Wenn wir also an Gegenstrategien denken, wäre das ein wichtiger Punkt. Zweitens, die Geschlechterpolitik spielt ebenso eine wichtige Rolle bei parteilichen Auseinandersetzungen. Die Rolle von Frauen und Männern und Familien in der Gesellschaft ist ein symbolischer Raum zwischen den Mainstream-Parteien und den rechtsextremen Parteien und versucht dort über diese Rhetorik die antiliberalen Parteien mit ihrem Rechtsgerichtetheit an der Macht zu halten. Weiterhin wird das gesamte System normalisiert und bewegt sich die gesamte politische Szene nach rechts. Es ist also eine symbolische Rolle als Kernpunkt des neuen Narrativs. Das ist die ideologische Antwort auf die technokratische Sprache. Es gibt da keine alternative Herangehensweise der konventionellen Parteien. Es ist also eine antimodernistische Antwort auf das neoliberale Modell der Gesellschaft. Und daher ist dieses Gegennarrativ auch sehr geschlechtsspezifisch und richtet sich ganz traditionell in das Familienbild und wird von der Ablehnung oder der Neudefinition der wichtigen Konzepte noch angetrieben. Instrumente der emanzipatorischen Politik wie das Paradigma der Menschenrechte, das Gender Mainstreaming, Geschlechterforschung und Minderheitenrechte. Der Antiliberalismus nutzt das Thema Gender als symbolischen Kit, der all diese Themen miteinander vereint, unter dem Banner des Feindbildes, was man die Kultur des Todes nennt oder die Gender-Ideologie und verschiedene Akteure mit in den Raum bringt. Gender ist damit ein ausschließender Diskurs für die Ablehnung des bestehenden Systems, ein rhetorisches Instrument, um politische Gegenspieler zu definieren durch neokonservative Akteure, die nach Hegemonie streben. Und ich denke, das ist definitiv eine neue Situation. Das ist kein politischer Konservatismus, der hier wieder aufgelebt wird. Die Anti-Gender-Bewegung ist kein Neuaufleben jahrhundertealter antifeministischer Bewegungen. Ich glaube, das ist tatsächlich eine neue Erscheinung. Wenn ein Politiker sagt, dass der einzige Zweck der Frauen, die einzige Daseinsberechtigung der Erzeugung von Nachwuchs ist, dann sind das nicht einfach nur konservative Antworten auf die Erfolge der 68er-Bewegung. Die Anti-Gender-Bewegung ist ein neues Phänomen, das erschaffen wurde, um eine neue Weltordnung zu ermöglichen. Die Anti-Gender-Bewegung ist eine nationalistische, neokonservative Antwort auf die Krise der neoliberalen Weltordnung und sollte dementsprechend für alle interessant sein, die sich den Menschenrechten verpflichtet fühlen und der Demokratie verpflichtet fühlen und nicht nur für uns, die im Bereich der Geschlechterforschung aktiv sind. Vielen Dank.
So if you are interested. Sollten Sie also interessiert sein, hier habe ich mich auch zum Teil auf diesen Artikel bezogen, der Huffington Post. Gretche Balska ist meine Kollegin und die Strategie, wie man dem entgegentreten könnte. Henning bezog sich auch davor. Also 235 Menschen haben diesen Artikel bereits gelesen und ach so, und dieser Artikel hier 300.000 Leser. Gender is symbolic glue als symbolischer Kit. Das ist die Grundlage meines Vortrages, in der wir versuchen, Gender mit in die Diskussion des Antiliberalismus einzubringen. Das können Sie auch downloaden und das kann ich Ihnen nur empfehlen. Hier dieses Journal, das sich auf den osteuropäischen Raum bezieht, die Region, die ich persönlich am besten kenne. Ja, vielen Dank für diesen ja, sehr umfangreichen, inspirierenden Vortrag, auch mit neuen Perspektiven. Gerade die Frage danach, ist es Backlash oder ist es dann doch ein ganz neues Phänomen? Und das wirft dann wieder andere Fragen auf, auch im Hinblick auf die Gegenstrategien. Sie haben die Gelegenheit jetzt auch dazu, erstmal Fragen zu stellen. Möglicherweise an erster Stelle gibt es aus den verschiedenen Angeboten in dem Vortrag dann doch einiges, was sich noch ein bisschen noch ja, erläutert werden sollte. Wir haben, ja genau, da gibt es ein Mikrofon. Bitte das Mikrofon nutzen, auch wegen Übersetzung und auch für unseren Livestream. Ja, vielen, vielen Dank, Andrea. Für dich ist es so wichtig zu sagen, dass dieser Pilz, der jetzt neue Illusion von Nationalstaatlichkeit kreiert, kein Backlash ist, sondern ein neues Phänomen. Jetzt würde mich aber interessieren, auch gerade dich als Historikerin zu fragen, das kann ja sein, dass die Akteure selbst nicht in den Faschismus zurück wollen, so wie wir ihn kennen, sondern dass sie sich Gegenwärtiges aneignen wollen, aber aus einer distanzierten Perspektive ist es nicht ein Rückweg in den Faschismus, weil das, was du auch an den, also die 6 Bullet Points, was ich verstanden habe, gesagt hast, das sind ja alles Motive, die wir auch aus dem Nationalsozialismus oder aus dem Faschismus kennen. Also warum ist es für dich so wichtig, hier eine Differenz aufzumachen? Vielen Dank für die Frage. Ich antworte jetzt leider auf Englisch. Also, warum denke ich, dass wir hier wirklich etwas Neues haben? Das geht wirklich zurück auf die Frage der Strategien und wie geht man dagegen vor. Historische Analogien können natürlich sehr leicht fehlleiten. Also wenn wir sagen, das ist jetzt das Gleiche, das sind die gleichen Charakteristika, die wir hier sehen, das ist das gleiche System, dann werden wir einfach nicht wirklich verstehen, dass es sich um etwas Neues handelt und wie wir dagegen vorgehen können. Also da bekommt man eine Art falsche Sicherheit und ich argumentiere auch und sage eine falsche Hoffnungslosigkeit. Also ich würde eher dafür argumentieren und sagen, dass man die Ursachen verstehen muss dieser Situation. Und im ersten Teil meines Vortrags habe ich auch versucht zu begründen, dass wir weder die Instrumente haben, noch manchmal auch den konzeptionellen Rahmen, um dieses neue Phänomen verstehen zu können. Sicherlich auch, weil wir eben die gleiche Sprache, die gleichen Konzepte, das gleiche Vokabular nutzen. Und das ist der Grund, warum wir dieses Bild des Polypor-Pilzes entwickelt haben. Weil wenn man sich das gesamte System als Fassade betrachtet, als Pilz, dann ist es viel leichter, sich eine alternative Strategie zu überlegen. Und dann hat man eine andere Sichtweise und dann kann man auch besser verstehen, was man in diesem Kontext machen kann.
In diesem Artikel habe ich natürlich auch argumentiert, dass das sehr schwierig ist, weil die Institutionen, die Ressourcen, die Agenda, die Themen übernommen wurden. Man hat sie sich angeeignet, sie wurden gestohlen. Was macht man jetzt damit? Also mein erstes Argument wäre dann, dass man zunächst einmal ganz ehrlich ist, selbstkritisch ist und untersucht, wo stehen wir jetzt gerade, warum sind wir da, wo wir jetzt sind und was können wir ändern, was können wir anders machen. Und diese Art der Frage, also was kann jetzt anderes gemacht werden, bedeutet natürlich auch, dass man über neue Allianzen, neue Bündnisse nachdenkt, über neue, eine neue Sprache, neue Themen, die hier wichtig sind. Weitere Fragen? Ja, da hinten. Also ich glaube, ich verstehe Ihren Ansatz, wenn es darum geht, Länder in Osteuropa zu analysieren oder das auch in eine größere Perspektive einzuordnen. Aber ich schreibe gerade meine Masterarbeit zu Abtreibungsgesetzen in Polen und gerade auch feministische Perspektiven darauf in der Zwischenkriegszeit und nach 1993. Und wenn man sich da die Argumentationen anguckt, auch gerade wenn das um so Family Mainstreaming geht, dann ist das ja ein totaler Backlash. Und das werden irgendwie die Narrative bedient, die seit 200 Jahren in einem polnischen kollektiven Gedächtnis verankert sind. Deshalb finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig zu sagen, dass es überhaupt kein Backlash ist, weil die Lebensrealitäten für die oder gerade für Frauen halt sich dramatisch verschlechtert haben. Deshalb glaube ich, muss, also ja, deshalb, ja. That's a very good point. Ja, das ist natürlich ein guter Punkt, den Sie hier sagen. Aber ich habe natürlich argumentiert, dass es ein europäisches Phänomen ist. Aber das, was Sie zu Polen sagen, ist natürlich auch sehr wichtig. Weil wenn man sich diesen Diskurs über die Familie in Polen in den vergangenen 300 Jahren anschaut, dann kann man wirklich auch sagen, ja, das gab es schon. Und das ist wirklich verbunden mit dem Erhalt der Nation und gleichzeitig auch mit der Befähigung oder Unterstützung von Frauen in einem bestimmten Kontext. Aber wenn Sie sich dieses Konzept der Familien, das Familien-Mainstreaming anschauen, das von der Europäischen Union eingebracht wurde und verschiedenen transnationalen Organisationen, dann sieht man auch, dass diese frühere Tradition, die es dort gab, komplett ignoriert wurde. Und das Ganze wurde in diesen polnischen Kontext hineingeworfen sozusagen. Und einige der Probleme, die es jetzt in Polen gibt, aber das wissen Sie sicherlich viel besser als ich, rühren von diesem Widerspruch her. Lassen Sie mich Ihnen ein anderes Beispiel noch nennen, das vielleicht auch für Ihre zukünftige Arbeit ganz nützlich sein könnte. Wenn Sie sich die Geschichte des Feminismus in Russland, in der Sowjetunion anschauen, in den 1970er Jahren war es so, dass es da eine sehr interessante intellektuelle Bewegung über ein modernes Russland gab und dass sie hier gegen die oppressive Politik vorgegangen wurde und gleichzeitig wurden Frauen als Akteure in der Politik befähigt. Das ist eine sehr interessante Bewegung. Einer meiner ehemaligen Studenten hat hier eine Arbeit in den 90er Jahren dazu geschrieben. Aber diese Bewegung beispielsweise passt nicht in dieses Muster, dieses Netz des feministischen Aktivismus. Also einerseits war es sehr orthodox, andererseits sehr antikommunistisch, sehr pro Frauen, aber nicht basierend auf dem säkulären, menschenrechtsfokussierten Rahmen. Und nach den oder in den 90er Jahren war der russische Aktivismus nicht in Beziehung zu dieser Bewegung. Also es gab einen Teil der Tradition, der nicht mit berücksichtigt wurde, wo man Schwierigkeiten hatte, einen Bezug herzustellen, der einfach schwierig war zu verdauen sozusagen oder kritisch zu reflektieren, ihn kritisch zu reflektieren. Das ist das Problem. Also es gab so viele interessante Teile in der Geschichte,
die noch nicht reflektiert wurden oder kritisch untersucht wurden von den gegenwärtigen progressiven Akteuren, um wirklich festzustellen, was kann man daraus lernen? Welche Fehler gab es in der Vergangenheit? Welche Versprechungen, welche Bündnisse gab es? Welche Sprache wurde da verwendet? Weil wenn Sie diese Texte aus Samizdat lesen, die von den Frauen veröffentlicht wurden, dann ist das die Sprache, die gegenwärtig von der Regierung einfach übernommen wurde und den regierungsfinanzierten Organisationen. Das heißt, was ist hier wirklich schiefgelaufen? Was ist uns da entgangen? Was sind wirklich die Punkte, wo es aus dem Ruder gelaufen ist? Das heißt, das sind also Punkte, die auch wichtig sind für die zukünftige Forschung. Mal auf den Titel hinter Ihnen ein, Anti-Gender-Bewegung in Osteuropa, sagten Sie, Sie sind Expertin für Osteuropa. Wie sehen denn diese Strukturen der Anti-Gender-Bewegung aus in Osteuropa? Coachen die sich da gegenseitig, in Anführungsstrichen, wie man dagegen vorgeht, und wie sieht die Gender-Bewegung auf der anderen Seite aus? Also wie sehen diese beiden Strukturen in Osteuropa aus? Thank you. Vielen Dank. Also der Titel war ja eigentlich Europa. Also ich habe ganz bewusst auch sagen wollen, dass es eine transnationale Bewegung ist, dass sie nichts mit dem nationalen Kontext zu tun hat. Aber die Probleme stammen natürlich aus dem nationalen Kontext. Aber die Reaktionen kommen aus einer transnationalen Bewegung. Ich möchte Ihnen auch ein Beispiel dazu geben. Wenn Sie beispielsweise bei Facebook in Ihrer Blase jemanden in Estland sehen, der ein Schild hochhält, wo drauf steht, ich bin kein Feminist, weil ich liebe Männer oder ich liebe meine Familie, dann ist es so, dass das innerhalb von 2 Wochen auf Polnisch, auf Spanisch und sonst wo erscheint. Das heißt, wir sprechen ja wirklich von einer transnationalen Bewegung. Und der Weltkongress der Familie ist einer der Hauptakteure in diesem Kontext und der veranstaltet Konferenzen, vor 2 Jahren in Ungarn. Und der Titel dieser Konferenz war »Macht die Familien wieder groß« in Anlehnung an »Make America Great Again«, also »Macht Amerika wieder groß«. Und die Organisatoren, wenn Sie vielleicht diesen Livestream hier sehen, möchte ich nochmal sagen, dass ich dankbar war, dass ich dort teilnehmen durfte bei der Konferenz. Ich habe dort wirklich viel gelernt, weil dort konnte man sehen, wie dieser Bereich der NGOs miteinander interagiert, also wie die unterschiedlichen Instrumente ausgetauscht wurden, wie persönliche Kontakte hergestellt wurden. Und das ist wirklich ein Bereich für NGOs, aber es ist eben keine NGO, weil es ist quasi eine unheilige Zivilgesellschaft sozusagen. Aber in dem Moment, wo ich das sage, unheilige Zivilgesellschaft, da haben wir natürlich wieder diesen Kampf darum, was ist jetzt gut, was ist schlecht. Und mein Hauptargument in diesem Vortrag war, dass wir nicht nach vorne gehen. Wir machen keine Fortschritte, wenn wir die Überzeugungen der Menschen in Frage stellen, wenn wir sagen, sie sollten nicht so fühlen, wie sie selber sagen, dass sie fühlen, sondern wir sollten uns die grundlegenden Ursachen anschauen. Also was sind die sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen Trends, die quasi zu diesen Gefühlen führen? Also meine Antwort auf Ihre Frage ist, die Anti-Gender-Bewegung in Osteuropa ist nicht anders als die in Spanien, Portugal oder in Schweden. Aber soweit es die Gegenreaktion angeht, muss ich sagen, dass sie auch nicht unterschiedlich ist. Und ich würde sogar sagen, wir sind nicht in der Lage, hier den Stein der Weisen zu finden. Wir sind nicht in einer Position, wo wir diese Diskussion, die Debatten über große Themen aussparen können. Also ich wollte das einfach nur sagen, dass der feministische Aktivismus letztendlich an Raum verliert, an Boden verliert und auch die Agenda quasi verliert, die Themen verliert, aufgrund dieses Polypors, der wirklich
diese Institution die Agenda einfach übernimmt, von der UN angefangen bis hin zu den NGOs. Und darüber müssen wir kreativ nachdenken. Und es gibt hier viele interessante, positive Beispiele. Also, um das jetzt kurz zu fassen, ich möchte einfach sagen, dass anstatt man jetzt depressiv ist und leidet und sich unterdrückt fühlt, sollten wir viel mehr über positive Geschichten nachdenken, über gute Geschichten nachdenken, die auch attraktiv sind, emotional sind, die wirklich begeistern. Also keine Geschichten des Leidens, sondern wirklich positive Geschichten. Geschichten, die eine positive Identifikation ermöglichen. Und natürlich habe ich auch einige Beispiele, aber ich glaube, es gibt auch noch andere Fragen. Als kurze Ergänzung, der World Congress of Families tagt jetzt im März auch wieder, diesmal in Italien, und die italienische Regierung ist mit Gastgeber und unterstützt in großem Ausmaß. Wer so ein bisschen mehr darüber erfahren will, wir bereiten gerade ein Dossier vor, Online-Dossier, Anfang April wird das erscheinen, wo wir auch unter anderem über den World Congress of Families schreiben werden, aber auch Neil Dutta vom European Parliamentary Forum schreibt da auch nochmal intensiver, was die Agenda Europe, wie er sie nennt, ist und welche verschiedenen Gruppierungen eigentlich da transnational miteinander agieren und wie sie, also da versuchen, den Diskurs zu bestimmen. Nur so als kleiner Werbeblock dazwischen. Jetzt haben wir hier eine Frage. Ja, vielen, vielen Dank. Ich fand das sehr, sehr kraftvoll und sehr, sehr eindrücklich. Hat mich sehr überzeugt. Und auch danke für diesen Brückenschlag auch nochmal. Also dieses Motto ist ja nicht nur abgetroschen, sondern da steckt ja was dahinter. Ne? Make families great again. Diese Verbindung, die transnationale Verbindung hin zu dem, was wir in den USA sehen. Und da ist ja dieser Rückbezug. Ich denke, daher kommt auch immer so oft der Verweis, dass wir es mit einem Backlash zu tun haben. Aber ich finde das sehr spannend, den Gedankenbogen zu sagen, nee, lass uns nicht da aufhalten zu dem, wohin es zurückgeht, sondern diese neue Vision. Sie sprachen von dieser neuen World Order. Frage ich mich, inwieweit wir das noch zusammendenken müssen, wirklich auch mit einem transnationalen Rückgriff ins Nationale im Prinzip, nämlich hier die Bedrohung oder die Drohgebärden oder die wir von weißer Männlichkeit sehen. Und da auch in diesem Spannungsfeld, Feministinnen verlieren den Ground, haben Sie nochmal deutlich gesagt, ich würde dem vollkommen zustimmen. Und ich glaube, Sie verlieren genau da auch den Space, wo Sie sich eben gerade von weißer Männlichkeit nicht abtrennen. Und da bin ich gerade so am Denken und ich frage mich, ob Sie mir da helfen können, weil wir ja dieses Transnationale auf der einen Seite, das gehe ich vollkommen mit Ihnen, aber gerade was uns ja immer suggeriert wird, ist also in Europa das Regionale, das Nationale. Ne? Und wir sagen ja immer, niemand ist so gut transnational vernetzt wie die Rechten und werfen uns immer ein Europa ohne Grenzen vor und haben aber so eine transnationale Idee. Müssen wir nicht auch gerade im Feminismus ein Stückchen stärker auch nochmal gucken, wie wir ihn benennen, um uns eben von diesem Aufbäumen der weißen Männlichkeit, dieses Angst, Wut entbrannte, dieses neue Wut entbrannte, eben aus dem, in Anführungszeichen, aus der Vernunft herausfallende, was wir überall sehen, um uns da abzugrenzen und eigentlich viel stärker die Intersektionalität zu machen. Thank you. So, what I was arguing that... Also, was ich gesagt habe, war, dass dieser antiliberale, polypore Staat eine mögliche, wünschbare, machbare Alternative anbietet. Und das ist wirklich das erste Mal seit 1945, dass das passiert. Dass diese mögliche, lebbare und auch wünschenswerte oder wünschbare Alternative aufgebaut wird durch die wichtigen Konzepte, und das habe ich auch in dem Artikel beschrieben, nämlich um den Begriff Gender. Also es
das, was wir hier sehen, sind keine lokalen Probleme. Es geht um die Pflege, um andere Bereiche. Das sind nationale, das sind transnationale Probleme. Und Sie geben hier eine Antwort durch das Ausschließen, durch eine säkuläre Sprache, säkularistische Sprache. Und dieser feministische Aktivismus sollte gegen diese Art der ausschließenden, auf Hass basierenden Diskussionen vorgehen und ohne zu den Wurzeln des Feminismus zurückgehen, als dieser transnational war und auch eine Sprache benutzt hat, die eine größere Unterstützung nach sich gezogen hat. Also Feminismus war ja kein Elitenprojekt. Also mein Vorschlag wäre, wieder dorthin zurückzugehen. Würden Sie dem zustimmen? No, I was just shaking my head. Ich habe nur kurz den Kopf geschüttelt. Es war vielleicht keine Elite-Erfindung, aber es war immer in der Bredouille, eine Bewegung in der Breite zu werden. Wenn man zum Beispiel zum Frauenwahlrecht spricht, dann gab es vielleicht eine gewisse Bewegung, dass es zwar weiße Frauenwählerin geben könne, aber farbige Wählerin es eben nicht geben sollte. Deswegen fehlt der Bewegung immer so ein bisschen diese Breite. Ne? Und wenn man jetzt sagt, ja, das war eine inklusive Bewegung, auch in der Vergangenheit, da bin ich nicht ganz der Meinung, war es sicherlich nicht ganz. Ja, wenn man sich das Thema der Sprache anschaut, sie sprachen über die Sprache des Rechtes, der Rechte. Aber wenn man sich die Ursprünge des Feminismus anschaut, da hatte man durchaus eine Anbindung an die religiösen Rahmenvorstellungen und die Würde. Und dieses Konzept der Würde und der Spiritualität, das sind diese Begrifflichkeiten, die sich so ein bisschen in der Länge verloren haben, als man sich der rechte Bewegung zugeordnet hat. Ich möchte diese rechte Sprache natürlich nicht einfach aus dem Fenster werfen, aber ich denke, es wäre vielleicht ganz schön, wenn man sich vorstellen könnte, die Spiritualität wieder ein wenig hineinzubekommen und auch das Empowerment, also die Bekräftigung der Frau, vielleicht aus anderer Perspektive. Ich hätte da ein Beispiel. Im nächsten Jahr werde ich über die Politik des Glücklichseins referieren. Denn das Glück oder sich glücklich zu fühlen, ist etwas, was wir oft nicht so wirklich im Kopf haben. Und da gibt es verschiedene Glücklichkeitsindex, also welches Land das glücklichste ist vielleicht. Und vielleicht könnte man sich auch inspirierende Texte anschauen, inspirierende Menschen, vielleicht auch über den Körper, körperliche Bewegung. Das könnten Themen sein, die interessant sein könnten und auch für die Zukunft eine gewisse Kraft haben könnten. Es darf natürlich nicht alles über Bord geworfen werden, was bereits erreicht wurde, aber ich glaube, wir brauchen eine alternative Herangehensweise, alternative Instrumente, damit das System nachhaltig ist und bewahrt werden kann. Das soll jetzt nicht dramatisch klingen, aber wir müssen es tatsächlich auch schützen und wahren. Der vorgegebenen Zeit, das heißt, wir werden so allmählich zum Ende kommen. Direkt dazu noch, okay, und dann hier unten. Ja, ja, just to connect to that. Vielleicht noch einmal als Anschluss daran. Sie wollten sicherlich eine andere Form des Feminismus vielleicht auch wieder stärker unterstützen. Das Gefühl hatte ich auch. Aber ich glaube, wir haben die Chance verpasst, diese Integration vollständig zu erreichen. Das wäre jetzt dieser intersektionelle Ansatz, dieses Wir, des Feminismus von heute. Und was wir heute sehen, ist vielleicht irgendwie ähnlich und doch wieder anders. Es könnte uns dahin führen, dass wir eine ähnliche Abweichung hätten und eine ähnliche Aufteilung, wenn wir uns in den USA die Bewegung Trust Black Women anschauen. Das
war eine sehr kraftvoller Widerstandsansatz. Und trotzdem haben wir nicht 52 oder 54% der Frauen gesehen, die diese Präsidentschaft unterstützt haben. Aber vielleicht sollte man mal schauen, wo das alles herkommt. Wir müssen uns das vielleicht nicht wieder in Erinnerung rufen, sondern wir haben auch vergessen, all diese Randgruppen in Europa mit einzubeziehen. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, einen übergreifenden Ansatz in der feministischen Bewegung wieder aufzugreifen. Und deswegen verlieren wir hier an Grund und Boden, gerade dort eben, wo wir nicht integrativ an die Sache herangehen. Und dieser Ansatz hier zum Glück ist durchaus sehr interessant. Ein Kollege von mir hat gerade ein Buch über die Suche nach dem Glück veröffentlicht hat. Und hier bezieht er sich auch auf Frauen, die sich nicht von dem Rechtssystem angesprochen fühlen. Und jetzt meine Frage an dich: Wo könnte man eine stärkere Integration der Bewegung erreichen, wenn man vielleicht noch einmal in der eigenen Geschichte ein wenig zurückreist? Ja, wie könnte die Inklusivität, die Integration der Bewegung verstärkt werden? Ich habe da ein konkretes Beispiel. Es gab eine interessante Studie von Esther Kovac und Arniko Gregor über Frauenfragen in Ungarn. Wer bin ich denn, um Ihnen zu sagen, welche die Frauenangelegenheiten sind? Dort wurden verschiedene Umfragen und Interviews mit verschiedenen Frauengruppen in verschiedenen Landesteilen durchgeführt. Und die Ergebnisse wurden auch in englischer Sprache veröffentlicht. Sie haben also die Möglichkeit, sich diese Ergebnisse anzuschauen. Women's Issues ist der Name meiner Meinung nach. Und das Ergebnis war, dass die Themen, die diese Frauen interessierten, ich sagte bereits, dass diese Frauen verschiedene Hintergründe hatten, unterschiedliche Erziehung und Ausbildung erfahren hatten. Was alle gleichermaßen wichtig empfanden, war das Thema der Pflege. Denn durch den Zusammenbruch des Wohlfahrtssystems waren sie letztlich diejenigen, die nicht nur für die Kinderpflege, sondern auch für die Pflege der älteren Familienangehörigen zuständig waren. Und sie haben ihre finanziellen Probleme. Im Land gibt es Haushaltsprobleme, die eben für solche Fragen nicht aufkommen können. Und dann haben wir gleichermaßen auch diese Pflegekrise. Und die Frauen hatten tatsächlich endlich einmal die Möglichkeit, über diese Themen zu sprechen. Und das war eine sehr klassenbasierte Sprache. Armut und auch Ausbeutung wurden hier verwendet. Hilflosigkeit auf jeden Fall. Man kann eigentlich nur die weiblichen Familienmitglieder um Hilfe bitten, die bereits ihrerseits auch ausgebeutet wurden. Und sie hatten sich nie darum gekümmert, vielleicht auch den Staat oder die Regierung um Hilfe zu fragen. Und der übergreifende Ansatz war ihnen völlig fremd. Oder eine andere Sprache, die vielleicht aus der Menschenrechtsdebatte aus den vergangenen Jahrzehnten herrührt. Und da gibt es eine fehlende Übereinstimmung der transnationalen Frauenbewegung und der Erfahrung der Frauen vor Ort. Und diese fehlende Übereinstimmung wird oft von den rechten Parteien aufgegriffen, um eine Alternative oder Würde anzubieten, um Geld anzubieten, um ja vielleicht auch eine gewisse Anerkennung zu erwirken. Eine Anerkennung dieser Frauen, die nirgendwo etwas Greifbares finden, was diese Menschenrechtssprache bisher anzubieten hat. Und das möchte ich nicht positiv oder negativ bewerten. Ich sage einfach nur, dass dies der Gang der Dinge ist. Und jetzt wäre die Frage für uns, die aus diesem menschenrechtssprachlichen Hintergrund kommen,
zu hinterfragen, warum das Angebot nicht funktioniert und wie wir es hinbekommen, dass es attraktiv ist, um die Unterstützung eben wieder zurückzubekommen und diese Frauen vielleicht auch zu depolitisieren. Die Frauen, die eben sagten, das interessiert mich alles nicht, ich habe nur Interesse an meiner Familie oder an einer Institution, die in irgendeiner Form mir die Würde wiedergibt. Und dafür würde ich wählen. Ich glaube, Intersektionalität ist natürlich so ein gewisses Schlagwort, was man immer wieder auf den Plan bringen muss. Und ich verwende es als Methode, um herauszufinden, wo vielleicht diese Blindgänger sind. Also wo die Sachen begraben liegen, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Schwierigkeiten mit dem Pilz. Ich frage nach dem Konzept, nach dem theoretischen Konzept, nach dem politiktheoretischen Konzept eigentlich, weil ich denke, jede politische Bewegung, die Erfolg hat, muss Dinge, attraktive Aspekte aufnehmen, die schon da sind. So, ohne das funktioniert keine Politik, keine hegemoniale Politik. Das wissen wir schon spätestens seit Gramsci. So, also was ist, dann wäre doch jetzt, wenn wir nach dem Neuen fragen, zu fragen, welche neuen Verknüpfungen vielleicht sind das? Also ich stimme dir zu, ich finde das richtig, dass sozusagen zu sagen, dieses Backlash hilft uns gar nicht weiter. Also was sagen wir dann? Es geht alles zurück und wir sind dagegen, dass es zurückgeht. Okay, das wollen, machen die Neoliberalen auch, wollen ja auch alles neu machen. Ne? Also insofern ist das eine Kritik, die überhaupt nicht weiterführt. Aber was ist jetzt, ich habe es noch nicht richtig verstanden, was dein Vorschlag ist oder wo der genau ansetzt. Ich stimme zu, dass man das genau angucken muss, was wo mit was zusammenkommt. Und mir scheint, ich habe so eine Ahnung, dass der Familialismus sozusagen in einer Weise sozusagen nochmal fundiert ist, die ja vorher vielleicht nicht so war. Also das Überzeugungsargument von dir finde ich, dass sozusagen die Familie, das Individuum, zurückdrängt. So, aber da wird es jetzt auch wiederum schwierig mit der Politik, die sich mit den Affekten beschäftigt, die du sie gerade vorgeschlagen hast. Was ich richtig finde, aber auf der anderen Seite die faschistische, die nationalsozialistische Familienpolitik hat genau an der Aufwertung der Familie gearbeitet, auch. Ohne das hat dann sozusagen an der Aufwertung der explizit der familiären Arbeit der Frauen auch gearbeitet. So, was, also das reibt sich für mich und ich würde gerne deine Meinung dazu nochmal hören. Ich nehme noch die letzte Frage noch dazu und dann haben wir noch mal ein abschließendes Statement hier. Ja, dazu ist die leider gar nicht. Ich traue mich jetzt, ich wusste nicht, dass ich die Letzte sein werde oder jedenfalls hier. Sie sind ja Professorin an der Universität in Budapest. Ich möchte jetzt mal den Fokus oder den Blick auf was ganz anderes richten und eine Frage an die stellen. Wir haben ja, also nicht nur hier eine Diskussion, sondern ich auch während meines Studiums und meiner Arbeit als Psychologin, wir sind ja sehr oft, gerade in Berlin, davon ausgegangen, dass, ich rede jetzt nicht von Gender, ich rede von Frauenbilder, Frauenrollen, also Gleichheit, ich sage bewusst Gleichheit, denn erst wenn eine Gleichheit angenommen werden kann, kann man ja von gleichen Rechten reden, weil man ja eben die berühmten Äpfel nicht mit Birnen verwechseln kann oder sollte. Da war ja, also auch in Bezug auf das Erziehungsbild, sind wir ja sehr stark von der Milieutheorie ausgegangen. Nicht? Also das heißt, es gab in Deutschland einen bekannten Titel, wir werden nicht als Mädchen geboren, wir werden zu Mädchen gemacht. So. Jetzt mache ich aber als Wissenschaftsjournalist den großen Sprung und würde gerne mal wissen, wie es in Ungarn aussieht in Bezug auf neurobiologische Forschung. Denn ich möchte ganz bewusst sagen, warum. Es gab schon für über 100 Jahren den damals durchaus seriösen sozusagen Diskurs eines Arztes namens Möbius, der ein Buch veröffentlicht hat, halten Sie sich fest, aber es hieß so auf Deutsch, über den physiologischen Schwachsinn des Weibes. Wir haben das später ja auch dann teilweise mit den Diskussionen, das Gehirn der Frauen ist kleiner, natürlich ist die Muskelmasse geringer. Das war natürlich alles in industriellen Zeiten, wo man auch immer sagen konnte, die Frauen können nicht die schwere körperliche Arbeit machen, die Männer machen. Das wurde immer wieder auch genutzt oder benutzt, um eben halt sozusagen von dieser Schiene zu sagen, ja, Frauen sind eben nun mal Frauen und sie sind anders biologisch und bla 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 und Männer sind Männer. Gibt es da irgendwelche
sage ich mal, evidenzbasierte Sachen in Ungarn, wo man versucht, von dieser Schiene das irgendwie vielleicht in Klammern Pseudo oder Klammer zu wissenschaftlich vielleicht auch einfach schlichtweg herzuleiten. Ja. Okay. Thank you very much for the. Ja, vielen Dank für diese Frage. Ja, der Pilz ist vielleicht ein wenig ein abstraktes Bild und vielleicht auch ein wenig fragwürdig. Es gibt sehr viel legitime Kritik, die an dem Pilz ausgeübt wird. Einige sagen, es ist zu biologisch, andere sind, ich freue mich, dass wir hier nicht so viele Trotzkisten im Raum haben, könnte man sagen, dass jeder Staat in irgendeiner Form auch ein Pilz ist, denn der Staat versucht sich natürlich auch selbst zu erhalten, vielleicht auch wie ein Pilz auf einem Baum. Und wer ist, wäre in diesem Fall dann der Baum? Diese Frage könnte man sich sicherlich stellen. Und was ich vorbringen wollte, ist, dass es sich um ein neues Phänomen handelt, deswegen auch dieser neue Wortbegriff. Es ist deswegen neu, weil es sich die bereits bestehenden Institutionen, Werte und Ideen aneignet und dies als etwas Neues darstellt. Und es schafft eben diese Fassade des Neuen. Gleichermaßen nutzt es aber eben die kapitalistische, neoliberale Methodik und auch die Politik, um die Macht beizubehalten. Und der Unterschied zwischen Polen und Ungarn ist, dass, wie ich das auch im Bereich der Familienpolitik schon dargestellt habe, dass in Politik jeder Einzelne zählt und in Ungarn ist dies nicht der Fall. Deswegen bin ich immer recht vorsichtig, wenn es um historische Analogien geht. Denn das System kann nicht als einziges System bezeichnet werden, sondern es sind verschiedene Systeme. Der Pilz hat ja auch seine verschiedenen Köpfe und es handelt sich aber um die gleiche Vorgehensweise. Und das war meine Herangehensweise, dieser Modus operandi, den wir verstehen müssen, um gegen das System vorzugehen. Und wenn wir eben das Etikett Nazi oder faschistisch aufdrücken, bin ich mir nicht sicher, ob wir damit einem Verständnis und einer Lösung näher kommen. We do need a microphone. Ja, selbst ja, wir haben eine ganze Reihe toller Frauen hier im Raum und ich habe hier einige US-Studenten eingeladen und könnten Sie vielleicht hier einen der jungen Männer kurz zu Wort kommen lassen, noch als Abschlusskommentar, wenn er natürlich eine entsprechend würdige Frage hat, dann sehr gern. Wenn wir zur Biologie selbst kommen, das ist ein Symptom und gleichermaßen auch eine Strategie. Jetzt wurde die Genexpression für alles Mögliche gefunden. Und das ist die Lösung für eine gute oder schlechte Leistung, für alle möglichen anderen Sachen werden jetzt die Gene verantwortlich gemacht. Und ich möchte gerne noch einen Schritt zurückgehen und möchte die Biologie zur Kontrolle bestimmter Körper, wie die Biologie dazu verwendet wird, mir anschauen. Was ist eine Frau? Was ist ein weiblicher Körper? Und das ist Teil dieser Kontrolle. Die Kontrolle über verschiedene Körper, die wir in der Gesellschaft vorfinden. Und die Reaktion des neoliberalen Schönheitskultes ist, dass die Mutter und der Körper der Mutter gefeiert wird. Und einerseits ist das natürlich großartig, denn das ist gegen das gängige
Anorexie-Schönheitsbild, aber viele haben vielleicht auch oder empfinden eine gewisse Bedrohung, die von diesem Normenmodell des weiblichen Körpers, des mütterlichen Körpers ausgeht. Und wenn man über diese weiblichen Körper spricht, muss man sehr vorsichtig sein, was da der Hintergrund ist, welche Ideen dahinter liegen und welches Verständnis dem zugrunde liegt. Und da ist Ungarn sicherlich nicht anders als andere Länder. Die Diskussion über normgebende Körperbilder kommt da auch immer wieder auf. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diese großartige Lesung. Ich fand das ganz großartig, auch die Analogie mit dem Pilz. Meine Frage richtet sich mehr an die Unterschiede zwischen den Generationen. Meist hört man ja Sprechern zu, die älteren Generationen angehören. Deswegen würde ich mich dafür interessieren, wie der Generationenunterschied vielleicht noch einmal zu bezeichnen wäre und inwieweit die sozialen Medien da hereinspielen und ob das vielleicht ein neuer Raum auch für die weibliche, für die weibliche Ermächtigung sein könnte. Generational difference. Also Unterschiede bei den Generationen. Was ich sehe, ist, dass diese neue Generation von Frauen, die, oder ich will das nochmal anders formulieren. Also, ich sehe ja meine Studenten im Bereich Gender Studies bei der CU. Die haben ganz andere Gedanken oder einen ganz anderen Hintergrund, weil auch wenn sie akademisch exzellent sind, dann werden sie höchstwahrscheinlich trotzdem prekäre akademische Arbeitsplätze später haben. Das heißt, hier gibt es wirklich Unterschiede in der Klasse sozusagen in der Diskussion. Und ich habe ja das Privileg, dass ich seit 10 Jahren Professorin bin und ich mache natürlich so viel wie möglich, um Chancen für andere zu entwickeln und mit jungen Menschen zu kooperieren und auch die Sachen vielleicht mache, die andere vielleicht nicht machen in meiner Position, nämlich Vorträge halten wie diesen hier. Also das, damit versuche ich wirklich auch etwas zu verändern. Also der Unterschied zwischen den Generationen ist ein Konstrukt, eine Konstruktion in gewisser Weise. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Also ich würde mich eher auf die Ähnlichkeiten konzentrieren wollen und die Dinge, die uns verbinden, als auf die Dinge, die uns vielleicht spalten. Das heißt, es gibt natürlich Fragen oder Themen, die uns spalten. Also ich bin natürlich älter, ich arbeite mehr, ich habe mehr Erfahrung, ich habe ein besseres Netzwerk, mehr Möglichkeiten, mehr Chancen. Das heißt, ich sollte das auch einsetzen für diejenigen, die das nicht haben. Also auf der einen Seite ist das sehr maternalistisch, dass ich hier teile, aber ich denke auch, dass das eben auch einen Raum bietet, wo man einen alternativen Raum für die Wissensgenerierung schaffen kann. Also so viel zu den Unterschieden in der Generation. Und ich weiß auch, als ich angefangen habe, in den frühen 1990er Jahren angefangen habe zu lehren, da war die digitale Alphabetisierung noch nicht so offensichtlich wie jetzt. Also meine Studenten sind ja jetzt viel, viel weiter als ich, wenn es um digitale Fragen geht. Aber manchmal ist es so, dass ich sie auch systematisch überzeugen kann, dass ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht eben nicht das ersetzen kann, was man auf Facebook veröffentlicht. Und ich versuche hier wirklich zu diesen persönlichen Gesprächen zurückzukehren. Und ich schicke beispielsweise eine E-Mail und sage dann in dieser E-Mail, bitte kommt vorbei und sprecht mit mir. Also der digitale Raum ist natürlich kein, also es ist ein offener Raum natürlich, aber der beschränkt einen gleichzeitig. Und da kann man auch viel verstehen. Also der digitale Raum basiert natürlich auch auf Ressourcen und das reflektiert natürlich auch wiederum Unterschiede in den Klassen wieder. Also ich würde sagen, dass sie vielleicht
über diese Unterschiede, also sich nicht so sehr darauf konzentrieren, sondern vielmehr auf die Dinge, die uns miteinander verbinden. Vielen herzlichen Dank. Aber auch vielen Dank Ihnen für Ihre Fragen und auch Ihre Anregungen, anderen Sichtweisen. Ich nehme ganz viel mit, auch gerade zum wieder drüber nachdenken, über alte Gewissheiten, die vielleicht in Frage gestellt werden sollten. Ja, ich freue mich, dass Sie alle dabei waren und so lange auch ausgehalten haben. Beim nächsten Mal sind Sie hoffentlich wieder dabei. Schönen Abend noch.